Lichterloh schlagen die Flammen hier in den Himmel. In dieser Advent-Geheimeinrichtung gab es einige furchterregende Explosionen und Detonationen. Oben seht ihr einen Sektoiden in seiner gelben Körperflüssigkeit liegen. An dem Auto, das in Flammen steht, rechts unten ein völlig desorientierter Adventsoldat, der nicht mehr weiß, was ihm geschieht. Der war durch eine Blendgranate durcheinander gemacht, sodass er gerade eine Runde aussetzen musste. Ganz unten, das ist Elena Dragunova, die immer noch im Schattenmodus ist. Das sind unsere anderen Backerinnen-Kämpfer und Kämpferinnen, die dort oben nebeneinander hocken, wie die Hühner auf der Hühnerstange. Die könnten alle runterfeuern, allerdings mit einer geringen Trefferwahrscheinlichkeit den Advent-Soldaten erwischen. Alles so um die 50%. Elena möchte ich eigentlich auch nicht, dass sie schießt. Dann ist ja nicht mehr im Verborgenheitsmodus. Sie könnte ihn locker umnieten. Aber ich würde gerne darauf verzichten. Was wir nicht vergessen dürfen, hier ist noch ein Mech. Unsere Soldaten hier beisammenhalten wäre eigentlich eine gute Sache. Ich mache mal Folgendes. Der wird sich ja gleich sicher noch bewegen. Und wenn er sich bewegt und wir von oben herab auf ihn schießen mit all unseren Leuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei drauf geht, verflixt hoch. Das heißt, wir schnappen uns Rachel Perez. Suchen mit ihr hier eine gute Deckung. Begebe mich zu dieser Position. Gehen in den Feuerschutzmodus. Mir entgeht nichts. Die Deckung da oben ist im Prinzip okay. Wie gesagt, knapp unter 50%. Das geht vermutlich auch anders. Einmal nachladen. Oh ja! Scanne Gebiet. Alles im grünen Bereich. Ein heißes Nachladen und Feuerschutz. Es kann losgehen. Bin dabei. Und Elena bleibt genau da, wo sie ist. Unglaublich unwahrscheinlich, dass er direkt zu ihr hinrennen wird. Wir können sogar den Gegnern, wir können sogar noch mehr flankieren und ein bisschen nach hinten laufen mit ihr sogar. Dann hat sie den Mech weiterhin gut im Blickfeld. Wir könnten hier hinlaufen, also dass er zurückweicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn, ist sie ja im Feuerschutzmodus. Er wird eher versuchen, näher zum Feind hinzukommen. An den Rand wird er sich erst recht nicht bewegen. Doch es könnte sein, dass er versucht, Rachel zu flankieren. Könnten sie auch hier hinsetzen. Sie kann ja aus der Entfernung gut gucken. Da rennt er nie und nimmer hin. Ich gehe, wohin sie mich schicken. Bin auf dem Posten. Nein, noch eine. Es gibt kein Verstecken. Nein, noch eine Patrouille. Noch eine. Und jetzt schließt sich der Mech ihr an. Aliensuchtrupp. Sie ergreifen die Flucht. Das ist nicht gut. Ein Treffer muss hier sitzen. Der ist erledigt. Der Trupp hat uns nicht aufgedeckt. Elena ist genau an der richtigen Position hier. Flankiert alle. Hat leider ihre Claymore-Mine nicht mehr. Kann sie irgendwas, das in der Nähe ist, fernzünden? Nur das hier. Wenn da der Gegner drin wäre, das wäre schon cool. Wir lassen sie da, wo sie ist. Die laufen niemals an die äußerste Ecke hier des Geländers. Die Patrouille kommt wahrscheinlich hier rein, hier lang. Und wird dann von unseren Leuten von oben behakt. Der Mech scheint vergessen zu haben, dass hier Feinde sind. Schlüter sind immer wachsam. Sie hat hier volle Deckung. Die marschieren hier rein. Feuerschutz. So machen wir das. Feuerschutz. Nachgeladen. Bin dabei. Waffe geladen. Die Schrotflinten sind natürlich auf die Entfernung nicht so gut, aber... Und? Klasse. Ganz, ganz großartig. Abschuss bestätigt. Der Mech war es leider nicht, den Waffe starben. Ziel neutralisiert.
Großartig, jeder Schuss sitzt. So muss es sein. Erledigt. Bleibt nur noch der Mac übrig. Was macht er? Gar nichts. Elena könnte ihn natürlich locker erwischen. Aber den kriegen wir auch anders klein. Ramirez hier hin. Er hat noch Reste von Deckung. Trifft ihn hier mit 70%. Na, wer sagt's denn? Longshu gar nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wir könnten dasselbe Spiel nochmal machen. Wir könnten alle nochmal in den Feuerschutzmodus versetzen und warten, dass er kommt. Weil wenn alle auf einmal feuern, obwohl es könnte auch sein, dass er da stehen bleibt und auf Rachel feuert. Aber das könnten wir wiederum verhindern, wenn wir sie auch nach oben oder nach hinten abziehen. Dass er gezwungen wird, sich einen anderen Standort zu suchen. Hierhin zum Beispiel. Das müsste doch schon reichen. Ich möchte nicht, dass die sich so ein Solo-Duell liefern. Ich ziehe sie mal zurück und setze darauf, dass er hinterher hechtet. Bin schon unterwegs. Gebe Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Waffe geladen. Feuerschutz. Oh ja. Scanne Gebiet. Wir lassen es genauso, wie es ist. Ich sehe alles. Ja, super. Rüstung weg. Ja. Ziel steht noch. Bestätigter Abschuss. Ich muss schon sagen, da war ich schon verdammt beunruhigt, als er diesen anderen Patrouillentrupp getroffen hat. Und jetzt haben wir es echt gut, denn jetzt haben wir Elena immer noch im Verborgenheitsmodus. Sie hat nur ihre Claymore-Minen genutzt. Und wie können sie jetzt vielleicht benutzen, um die Fiole rauszuholen? Da ist jetzt noch ein Wachtrupp da. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das waren drei Wachtrupps rund um das Gebäude. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Es könnte natürlich immer noch sein. Ich beeile mich. Ja, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Dann wäre die Karte hier völlig überfüllt. Die anderen... Ja, unser Plan war ja, Elena läuft, falls wir recht haben und keine weitere Bewachung drin ist, alleine rein in das Gebäude, klaut die Fiole. Alle anderen befinden sich schon mal in der Nähe des Evakuierungspostens, vielleicht so hinter Bäumen versteckt. Und halten Ausschau. Dann bewegen wir Rachel mal hierhin. Können Sie auch schon mal einen Blick reinwerfen. Da sollte eigentlich nichts passieren. Und mit den anderen kommen wir ja übers Dach locker gleich zum Evakuierungspunkt. Das heißt, wir laufen hier mal. Verstanden, bin unterwegs. Dorthin mit Longshu. Gebe Feuerschutz. Rücke vor!
Bestätigt. Überwachung läuft. Bin unterwegs. Die bleiben in der Ecke des Gebäudes, können durch die Fenster reinlauern und eventuell dann gebe Feuerschutz. Ihre Schnitterin noch helfen, wenn sie reingeht. Dorthin, wo ich gebraucht werde. Ein Blick auf die andere Seite des Gebäudes? Na, hier ist wirklich nichts und niemand mehr. Wie wollen wir gleich in das Gebäude rein? Wir können so schon durchrennen. Nehmen wir mal natürlich, wir gucken, dass wir einen Eingang bekommen. Hier, den an der Seite. Hier reingehen und dann sofort zum Evakuierungspunkt. Das heißt, wir laufen mit ihr wieder zurück. Ich vertraue Ihnen. Halbe Deckung genügt mir nicht. Wir gehen jetzt mal hier hin. Schon unterwegs. Biete Feuerschutz. Verstanden. Rücke ab. Biete Feuerschutz. Es kann losgehen. Gebe Feuerschutz. Nachgeladen. Mir entgeht nichts. Schon einen Rundenwechsel wieder. Renne mit Outrider rein. Immer noch im Schattenmodus. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir laufen mal hier hin. Ich stehe zu Ihren Diensten. Da können Sie auch wieder abhauen. Der ist tatsächlich nichts im Gebäude, was irgendwie bedrohlich sein müsste. Niemand kommt vorbei. Waffe geladen! Bestätigt. Überwachung läuft. Und weiter geht's. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. Bin unterwegs. Das ist so ein halber Feuerschutz, kann aber sehr weit sehen. Und wir sind wieder dran. Outrider läuft hier hin. Zu welcher Seite braucht sie Deckung? Wahrscheinlich gar keine. Auf dem Weg. Wartet nochmal einmal ab, nimmt das hier nicht auf. Wachsamkeit, damit sie im Blut. Beide Aktionspunkte gleich hat. Na los, zeigt euch! Bestätigt, Überwachung läuft. Scanne Gebiet. Biete Feuerschutz. Und jetzt wollen wir das mal aufheben. Viole gehört uns. Das war unser Auftrag, die zu bergen oder zu stehlen. Das Material ist gesichert. Sie haben Verstärkung geholt. Das wird wohl kaum Wasser sein. Shen, irgendwelche Messwerte?
Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Wir können uns nicht mehr verbergen. Schnellstmöglich müssen wir dahin retten. Sie hat, Elena hat noch wie viele? Noch beide Aktionspunkte. Da kommt die Verstärkung. Gleichzeitig kommt von, ist das auch unser Evakuierungspunkt. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es in einer Runde da reinzuspringen. Wenn nicht, gucken sie immer ein bisschen alt aus. Sie ist sehr, sehr fix unterwegs. Ich ziehe mit ihr hier hin. In Deckung. Keine Zeit zu verlieren. Sie hat ja auch die Fiole. Rachel Perez kommt nicht mehr in der Deckungsposition hin mit und kann gleichzeitig in den Feuerschutz gehen. Das heißt, sie geht einfach nur hier hin. Roger! Bin dabei! Bewege mich zum Ziel. Sie kann vom Dach aus ganz gut agieren. Ah, keine Deckung hier oben. Hier auch keine Deckung, aber wir sind schnell am Ziel. Wir wagen es mal ohne Deckung. Bestätigt. Hauptsache Feuerschutz. Bin dabei. Und Cameron Mitchell. Hierhin. Und ohne Deckung. Schon unterwegs. Mit Deckung, aber ohne Höhenvorteil. Mir entgeht nichts. Da kommt die Verstärkung. Drei feindliche Einheiten. Ich werde dich immer finden. Drei Advent-Kämpfer. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Okay, nicht erwischt. Wüstes Trommelfeuer unserer Leute. Feindliches Ziel erledigt. Einer der drei haben wir ausgeschaltet, die anderen noch nicht. %74, den können wir sicher flankieren. Ja, das ist doch gar kein Problem. Hier hinrennen aus kürzester Entfernung und es macht Wumms. Oder wir haben noch zwei Schwertkämpfer dabei. Nee, das ist der Spezialist. Ach, die stehen beide da oben. Aber mit Sprinten klappt das doch locker. 88. 88. Ja. Feind vernichtet. Das war die Klingenmeisterin. Einer bleibt übrig. 74%. Rachel Perez. Direkt daneben. Ohne Deckung hier hingelaufen. Ja, komm. Also wenn das nicht funktioniert. Okay. 89%. Wie blutrünstig oder wie gelbrünstig, sollte man wohl sagen. Munition ist gleich alle. Und schnellstmöglich nach vorne rennen. Los, los, los! Outrider
kann sogar in die Evakuierungszone rennen. Das machen wir natürlich nicht mit ihr. Mein Leben liegt in ihren Händen. Die einzige, die noch in den Feuerschutz gehen kann. Ich sehe alles. Nochmal Verstärkung, aber die wird uns nicht stoppen. Da sind ihre Freunde. Die kommt erst in einer Runde. Longshu. Tempo. Nichts wie weg. Unser chinesischer Schwertheld. Seine Ranger-Kollegin Chara O'Kelly. Bin auf dem Weg. Packen wir die Sachen. Unser Spezialist, ihr bester Kumpel Cameron McIntosh. Bin dabei. Nee, das war nicht ihr bester Kumpel, ne? Ihr bester Kumpel ist der Sniper, der nicht mit dabei ist. Ich bin weg. Ich war so witzig, wenn der Gremlin hinterherläuft. Und Rachel Perez, die ist... hoffentlich auch schafft. Ich bin weg. Fehlt nur noch Outrider. Outrider Elena Dragunova. Unterwegs. Mit der Fiona. Ihr gebührt die Ehre, als Letzte in den Himmel zu steigen, knapp bevor dem Eintreffen des nächsten Alien-Trupps. Das hat gut funktioniert. Wir haben es geschafft, diese Mission erfolgreich absolviert. Mal schauen, welche Story-Geheimnisse die Fiole in sich birgt und wie es hier weitergeht mit War of the Chosen. Ich hoffe, ihr habt euer Vergnügen gehabt und ich hoffe nicht jede Mission, doch, ich hoffe doch, ich hoffe jede Mission wird so nervenzerfetzend wie diese sein. Wegen des Unterhaltungswertes.